Liebe Leute, hier ist euer Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu RimWorld mit den Mechanitoren. Staffel 2, glaube ich, habe ich es ja genannt. Ich wollte gerade sagen, wieso bauen wir hier so eine komische Mauer? Nee, das ist das Klo, glaube ich, die Rohrleitung. So, der liebe Frank hat gemeint, wir sollen bei Shena Tiger mal kurz noch die das Handwerk einstellen. Aber warum? Nee, möchten wir mal nicht. Bei Ragnar könnten wir es notfalls einstellen. Der hat immerhin Handwerk 7. Shena hat Handwerk 2. Nee, das möchte ich tatsächlich nicht. Ich meine, wir haben Steinmetz drinnen, den haben wir immer drinnen. Aber das langt auch. Okay, wir hoffen einfach mal, dass Frederik da bleibt oder wir noch einen gescheiten Handwerker bekommen. So, wir starten ins Spiel. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich muss mich erstmal orientieren. Ragnar, du trägst mal bitte den Mülltor direkt in die Ladestation. Haben wir denn Gefangene? Ja. Haben wir? Warum ist denn der eine gelb und der andere grün? Muss ich gestehen, das weiß ich tatsächlich. Hat das mit der Fraktion zu tun? Hier ist grün, hier ist gelb, aber hier sind sie, vom Namen her sind sie beide grün. Habe ich keine Ahnung, warum der eine Name so oder so ist. Hat das vielleicht mit der Laune oder sowas zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Die Lieblingsfarbe von Wynn? Nee. Naja, okay. Sei mal dahingestellt. Ich habe keine Ahnung. Ist auch wurscht. Aber da stand gerade was von Styling Station. Die könnte man mal irgendwo hinbauen. Ich weiß nur nicht mehr, wo die drin war. Die wär's. Nee. Möbel? Glaube ich, bin zu doof. Styling Station. Hier ist sie. 110 Stahl. Können wir die aus was anderem bauen? Anscheinend nicht. Haben wir kein Holz oder wo ist unser Lager? Wir haben hier kein Holz drin. Okay, dann hacken wir mal schnell ein bisschen Holz. Und dann schauen wir mal, ob wir die Styling Station, die können wir doch bestimmt aus Holz bauen, oder? Ich habe eigentlich keinen Bock, dass ich sowas aus Stahl baue. Ja, wir drehen mal ein bisschen schneller. Okay, hier bauen wir Verteidigungslinie. Hier machen wir zu, haben wir gesagt. Und weiter waren wir noch nicht mit irgendwelchen anderen Plänen. Hier haben wir dann die Wand aus Marmor. Ich glaube, wir hatten zwei, wenn ich mich recht erinnere, oder? Ja, hier noch. Da ist auch noch eine. Die schaut relativ groß aus. Hier ist Granit. Ich bin mir nicht sicher, ob hier dahinter tatsächlich ein Tempel ist. Könnte man auch mal reinschauen dann eigentlich. Könnte man mal reinschauen. Aber, ja, da wären vielleicht Leute drinnen, gell? Allerdings vielleicht auch. Ach komm, wir machen das mal ganz kurz. Nee, wir warten noch bis der. Ach komm, scheiß drauf. Wir machen das einfach. Okay, Frederik nicht. Der Rest hier. Alles mal hier versammeln, bitte. Alles mal hier versammeln. Dann nehmen wir Nemex, Dragner, Shena. In Besitz nehmen und abreißen. Das macht Frederik. Kann es nicht. Da, du nach vorne, du nach vorne, du nach vorne. Na, Sackgasse. Eine Sackgasse. Okay, da ist nix. Da ist nix. Aber, was haben wir hier? Marmor. Dann können wir nämlich sagen, wir wollen das hier alles abreißen.
keine zwei Tempel. Wurde ich verarscht. Gibt's ja tatsächlich. So. Ist aber tatsächlich sehr, sehr, sehr selten. So, jetzt haben wir hier eine Styling Station aus Holz. Die setzen wir... Setzen wir hier mal... wo setzen wir die denn hin? Ja komm, wir setzen sie mal hier hin. Menschenjagendes Rudel, was haben wir denn? Hasen. Oh, sind aber einige. Sind aber einige. Nehmen wir mal unsere ganzen Roboter. Und einen Dragner brauchen wir wie immer. Ja, Schäder du nicht. Geh mal weg da. Und Dragner tun wir hier auch ein bisschen weg. So. Hier haben wir den einen Mildtor. Wo ist denn der zweite Mildtor? Okay, der steht so mittendrin. Das passt. Das passt einigermaßen. So. Haben wir es eh gleich. Komm, Schäder machen wir schon mal weg hier. Gut. Dann würde ich aber sagen, wir reparieren gleich. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Und den Rest reparieren wir hier erstmal. Dann gleich mal Befehle alles erlauben. So, du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Müssen wir aber schnell wegtragen. So, und dann hätten wir es ja eigentlich auch schon. Dann hätten wir es ja eigentlich auch schon. Zack, zack. Alles fertig. Dann machen wir mal jagen, sofort töten. Irgendein Befehl wird schon ausgeführt. Ja, sehr gut. Keine Verletzungen. Alles easy. Solange wir keine Verwundeten haben, passt alles. Reisen der Fraktion Toxo-Stippe. Mein Kamerabild ein bisschen. Mir mal hinterher im Video selber angucken. Ich habe mir eine zweite Lampe gegönnt zu Weihnachten. Das weiß ich nicht. Ja. Gefangener Miti bricht aus. Nein. Komm ich hier hin? Oh, wegen diesem Teil hier schon wieder. Wir müssen die Klos versetzen. Putzhelfer, wo bist du? So, jetzt halt, hinterher. Hä? Bist du doof? Nahkampf. Los, drauf da. Hatte Inhaftiere. So, dann passt das wieder. Alter. Reduzier mal hier das Tragen. So, jetzt bricht er nicht mehr aus, okay. Er hat nur eine Prellung. Okay. Nemex, könntest du vielleicht mal ganz schnell nur die Klos zur Seite tragen? Das wäre extrem hilfreich. Gut. Dann haben wir nämlich das Problem nicht mehr. Wie schaut es denn hier mit unseren Leitungen aus? Da ist noch gar nichts gebaut, okay. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen. Wir haben ein bisschen zu viele Baustellen gerade wieder mal. Beziehungsweise diese Konstruktoide, die bauen natürlich schon sehr langsam. Was baut denn Schäner hier? Auch Rohrleitungen. Ja, die Rohrleitungen sind auch nicht die
Sind auch nicht die schnellsten Bauaufträge. Ich meine, es heißt zwar nur 28, aber wenn man keinen Megahammer-Konstruktor hat, dann dauern die halt trotzdem kurz, wie man sieht. Okay, was könnte man denn noch machen? Hier könnte man mal anfangen, Boden zu verlegen. Aber nein, wir sollten erstmal warten, bis jetzt die momentanen Bauaufträge erledigt sind. Das wäre doch schon mal was. Das wäre doch schon mal was. Draußen hat es 13 Grad. Parkas brauchen wir gerade nicht, glaube ich. Wir haben mehr als genügend Essen. Ich glaube 36. Ich glaube 4,4 Vorratskapseln. Stoff. Stoff mag ich. Okay, Wynn hätten wir gleich. Du bist Konstruktion, Intellekt. Ja, genau. Medizin, Sozial. Dich hätten wir gerne. Ah, du bist der Ödler. Ah, stimmt, da war ja was. Ödler in der Drogen. Ah, da war ja was, da war ja was. Was forschen wir denn eigentlich gerade? Maschinenbau, Drogenherstellung, Psychit. Hatten wir das Drogenlabor schon? Ja, haben wir das schon eingestellt? Haben wir auch schon gemacht. Gefangenenausbruch. Okay, hier Nemex Schena plus diesen Miltor hier bitte mal. Gleich beide brechen aus. Was? Und die kommen einfach so raus? What the f... Hä, wieso kommen die denn einfach so raus? Komm mal du hierher. Hallo. Okay, ich glaube, Miete kriegen wir nicht mehr. Ja, Miete kriegen wir nicht. Der ist jetzt zu schnell. So, nochmal. Sag mal. Ich drücke mal. Ah, ich drücke die falsche Taste. Ich wollte. Aber wieso sind die jetzt einfach so zur Tür rausgekommen? Normalerweise müssen die doch die Türen immer erst aufhacken. Wo ist denn Meaty? Hä? Wo ist denn Meaty jetzt denn? Ist der schon weg? Ja, der ist schon weg. Aber trotzdem bin ich jetzt verwirrt. Normalerweise müssen die doch die Türen erst aufschlagen. Die kommen doch normal nicht einfach so raus. Ich bin gerade sehr verwirrt. Schade. Aber ich meine, Wynn ist jetzt in dem Fall das Wichtigere mal vorübergehend. Aber Meaty war, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber das heißt, wir müssen hier noch dringend etwas machen. Nur gerade am überlegen, was genau. Machen wir es mal so. So machen wir es mal. Maschinenbau ist abgeschlossen. Okay, wir machen mal ganz kurz. Okay, ich will das jetzt nur schnell hier fertig. So. Und dann. Braucht man nämlich noch Türen. Und
können wir hier nämlich auch zwei Kanonen oder so hinstellen oder eben Leute, die sich dahinter verstecken. Genau. Und mit der Zeit... Okay, wir warten erstmal, bis das hier alles fertig ist. Wir haben auch noch genügend andere Bauaufträge. Und dann können wir mal hier anfangen, die Mauern zu ersetzen. Für Granit. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. So. Stromkabel. Müssen wir hier auch noch verlegen. Überfall! Was haben wir denn? Drei Leute mit einer Shotgun. Haben wir wirklich nur drei Leute? Ne, da oben ist noch einer. Mit einem Gewehr. Okay. Die greifen sofort an. Die greifen sofort an. Da habe ich ein Mülltor vergessen. Dann hätte ich gerne... das ist jetzt doof. Hätte ich gerne Nemex und Schena hier. Dragner hier. Und die ganzen Mechs müssen quasi alle bei Dragner sein. Was ein bisschen doof ist. So, der Ander kommt hier oben. Und die kommen hier. Okay, hier fighten sie schon. Der hat ein Gewehr, okay. Mhm. Dann rauf da. Attacke! Ihr geht mal da drauf. Boah, der scheiß Mülltor. Das nervt mich immer so, dass der Mülltor immer dann auf Nahkampf geht. Ich meine, warum? So, einer ist tot. Was ist denn mit dem hier oben? Der lebt noch. Der hier flieht. Okay, der flieht. Wir haben keinen Gefangenen. Hier können wir schon mal anschalten. Und warte mal. Da. Ihr geht mal. Bleibt mal da so stehen, reparieren. Befehle, alles erlauben. Und der hier wurde auch schon getroffen. Dauert aber noch ein bisschen hier. Eieiei. Eieiei. Okay, wir haben ein paar neue Waffen dann. Das Gewehr hätte ich vielleicht ganz gerne. Statt einer Pistole dann irgendwo. Okay, hier geht ja gerade gar nichts. Bin gerade am Überlegen. Komm mal her. Geht mal ihr darauf. Fragt mal. Dass wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Kann ja nicht wahr sein hier. Dass man den jetzt nicht trifft. Oh, jetzt hat er mal einen Treffer noch kassiert. Was bist denn du für einer? Tiere 10. Na, Kochen 8, okay. Kochen 8. Okay, jetzt haben wir einen. Wäre zwar nett. Retten wir dich mal. Fange ein. Reparieren. Oder warte, wir machen es vorhin. So, reparieren.
Reparieren. Gut. Überfall hätte schlimmer sein können. Hm. Den trägst du gleich mal zur Ladestation. So, und wir brauchen eine neue Forschung. Wir haben jetzt den Maschinenbau erforscht. Dann gehen wir jetzt direkt Schusswaffen. Oh, und Todesschlaf brauchen wir irgendwann halt auch. Warum Todesschlaf? Ich hätte ja Hoffnung. Es gibt die Möglichkeit, dass man... Wenn man den wirklich... dass man einen von seinen Leuten zum Vampir machen kann als Mechanitor. Es gibt ein Event. Und ich hätte ja schon Hoffnung, dass das Event vielleicht eintritt. Das wäre halt schon relativ geil. So, wir fangen übrigens mal an. Wir wollen dich bekehren. Und du müsstest ja jetzt... Nein, du bist immer noch nicht bekehrt sein. Achso, wir müssen hier aber auch das Richtige. 3,5%. Immer noch nicht ganz. Na gut. Na gut. Wie viel Medizin haben wir denn? Mehr als genügend Medizin. Die Frage ist nur, schaffen wir dich jetzt zu heilen? Aber wir werden keine bessere Medizin für ihn einsetzen. Ja, ich schätze mal, werden wir nicht schaffen mit der normalen Medizin. Aber der ist mir auch nicht so wichtig, der Typ hier. Dass man jetzt sagt, braucht man mit ganzer Macht. Also, dann soll er sterben. Und dich wollen wir jetzt halt rekrutieren. Oh, dich müssen wir versetzen, fällt mir gerade ein. Dich müssen wir auch versetzen. Okay. Noch viele, viele Baustellen. Das ist echt der Wahnsinn. Komm, wir machen mal da. Da ein Licht dran. Wir machen, komm, hier überall so. Schauen wir mal, ob das hell genug ist. Da haben wir noch zwei weitere Schlafzimmer. Brauchen wir da noch einen Boden drinnen? Heizungen drinnen? Eieiei. So viele Aufträge. Und eigentlich würde ich gerne mal den Roboter-Typen besiegen, den Roboter-Boss, damit... Komm, wenn, dann machen wir jetzt hier aber auch schon mal zu. Schamanenhändler kommen. Wir haben kein Granit mehr, aber wir haben eigentlich mehr als genügend Leute eingestellt, die Granit produzieren. Wer war mein Händler? Nemex? 10, 6, ja. Nemex war's. Nemex, wenn du wach bist, dann darfst du mal hier handeln gehen. Schaut denn das eigentlich hier aus? Rauchblatt. Fast. Moment. Gold. 125. Lass mal. Wir verkaufen. Kein Blaster, kein Medizin. Wir könnten Kräutermedizin. Nee, Bauteile. Insektenchili, Überlebensrationen. Sollen wir ein bisschen Insektenchili verkaufen? Aber eigentlich nicht. Haben wir herausgefunden, das ist relativ gut. Deswegen, nee. Wir wollen aber auch nichts kaufen. Hier sind wir bei 75%. Oh, Psychit hat gerade mal 44. Nein, kein Blitzsturm. Ich hasse Blitzstürme. Ich hasse Blitzstürme. Wer wahrscheinlich nicht der RimWorld spielt. Okay, Blitzsturm ist schon vorbei. Dann schauen wir mal, wo brennt's noch? Sonst nirgends. Dass wir hier die ganzen Feuer alle wegbekommen.
Sehr gut. Wir machen mal Befehle, abreißen das hier alles. Und Böden machen wir auch weg. Schaut es denn aus bei uns mit Stahl? Halt, Stahl ist hier oben. 200, Bauteile 22. Dann machen wir mal... Genau, so. Geschenk, Messer aus Stahl normal. Okay, medizinischer Notfall, das heißt, du stirbst jetzt wahrscheinlich. 78 zu 73, ja, ja. Du wirst sterben. Dann sagen wir jetzt aber mal, wir wollen keine Behandlung mehr machen bei dir. Du wirst dann auch sterben. Widerstand 18,9. Du dauerst ein bisschen. Du dauerst ein bisschen. Schade. Ja, okay. Die Abwasserrohre dauern auch noch. Wir haben keine Beine mehr, vermutlich. Also so wirklich gar nicht mehr. Drei, ja. So, Scharek, der Gefangene, ist gestorben. Wir machen bei Frederik hier mal eine 1 rein und bei Dragner tatsächlich auch eine 1. Wir wollen schon vorwärts kommen. Ich hätte ihm die Klamotten vielleicht ausziehen sollen, aber das vergesse ich ja immer. Das ist mir jetzt tatsächlich auch nicht ganz so wichtig. Können wir den Strom wieder ausschalten? Machst du? Lastenheber? Schleppt irgendwas? Okay, jetzt bauen sich hier das Zeug weiter. Das ist okay. Überall, wo halt die Rohstoffe schon da sind. Was macht denn Dragner? Der bearbeitet. Okay, und Frederik trägt. Okay. Gut. Wenn einer Steine baut und so, das ist super. Dann hätten wir unser Gefängnisding hier halt tatsächlich bis auf das eine hier schon fertig. Und da liegen die Steine auch schon drin. Der nächste Ausbruch sollte also etwas entspannter für uns sein. Da, da, da. Schaut ein bisschen doof aus, aber ist egal. Lassen wir mal so. Okay, das hat man fertig. Dach ist auch drüber. Und unsere kleine Verteidigungslinie hier wäre damit auch fertig. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Da kommt jede Menge Stahl gerade. Blaues Pferdslager mit Reichtümern. Was haben wir denn hier? Eine Nahrung, drei verrückte Boomratten und eine unbekannte Bedrohung. Oh ja. Okay, auf sowas habe ich immer gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Goldabbaulager, ja. Sowas vielleicht irgendwann mal schon. Das haben wir angenommen. Wie lange ist denn Frederik eigentlich noch da? Ist noch 6 Tage. Das ist nicht mehr viel. Das ist nicht mehr viel. Und Frederik ist halt eigentlich wichtig für uns, gell? Schade, dass der geht. Den würde ich so gerne behalten. Frederik ist geil. Frederik ist geil. Schena, was hast denn du für eine Religion eigentlich? Du bist irgendwas anders noch.
Okay, wir haben drei verschiedene Religionen. Oh, das war der Punkt. Doof, dass uns der hier weggelaufen ist. Aber ich habe echt gedacht, die müssen erst die Türen einschlagen. Ich meine, klar, wenn ich die Türen natürlich selber offen lasse, mit dem Abwasser, das ist logisch. Aber die stand ja in dem Fall nicht offen. Die sind einfach rausgelaufen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, muss ich gestehen. Okay, Leute, wir sind aber auch schon bei 30 Minuten. Deswegen würde ich sagen, das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.